Guten Tag. Ich bin jetzt aus Hessen angereist heute. Mein Name ist Gregor Engels. Ich bin der Nazi. Ruhe zuhören! Also, es wäre nett, wenn ich hier bleibe. Wir können natürlich auch nach Hause gehen. Es wird nicht allzu lange dauern. Hoffe ich. So ungefähr. Also, ich bin hier aus Hessen angereist, aus Offenbach am Main. Mein Name ist Gregor Engels. Ich bin internationaler Koordinator. Oder das ist die englische Bezeichnung. Ich bin Beauftragter für internationale Zusammenarbeit der Beratung in Deutschland, die deutsche Bezeichnung. Und ich möchte mit euch kurz den Prozess der Gründung, Bewerbung der Piratenpartei Europas besprechen, was bisher geschah und vor allem was geschehen wird. Und um eure Stimme und Unterstützung auf dem Bremer Parteitag werben, eben für den Prozess, den wir uns heute vorstellen. Ja, du hast jetzt das Mikrofon. Geht das auch? Können wir das gleichzeitig machen? Oder? Also, so. Jetzt, okay. Genau, ich lasse mich ganz kurz mich selber vorstellen. Also wie gesagt, ich bin außerdem der Vorvorsitzende von der Piratenpartei Internationale und war an dem Prozess entsprechend in verschiedenen Rollen immer wieder beteiligt. Aber ich bin nicht beauftragt für die EU-Gründung, sondern ich mache jetzt nur Werbung dafür. Und Jens hat netterweise diese Slides gemacht, der war auch sehr viel beteiligt. Und jetzt, man kennt dich, aber du stellst dich selber vor, oder? Frage ist, wolltest du auch rüberkommen oder willst du da stehen bleiben? Stehe gerne. Du stehst da drüben. Genau, also sage ich auch was zu meiner Person. Ich bin Jens Stormann, komme aus Ingolstadt, bin auch in der internationalen Koordination aktiv und begleite da seit ungefähr 2 Jahren das Thema BBEU, Gründung der Europäischen Politischen Piratenpartei. Und wie Gregory schon gesagt hat, geht es uns einfach darum, über das Thema zu informieren. Haben wir im letzten Landesparteitag ja schon mal gemacht. Wir sind heute den Schritt weiter und wollen den aktuellen Stand gerne vorstellen. Ne? Der aktuelle Stand, das Logo, was ihr seht, ist nicht das endgültige Logo, das ist momentan das Arbeitslogo der Piratenpartei Europas. Das endgültige Logo wird in der endgültigen Gründung beschlossen. Momentan läuft ein Designwettbewerb, also Designer, die sich berufen fühlen, ein besseres Logo beizusteuern und gesamtes CI sind auch willkommen. Nur so als Anmerkung. Weiter. So, wir haben uns das so vorgestellt, wir haben jetzt eine kurze Agenda aufgestellt, die seht ihr eben hier. Wir wollen ganz kurz nochmal sagen, was war eigentlich der Ausgangspunkt dieser ganzen Aktivitäten im Bereich Europa. Dann wollen wir zunächst mal auf das Thema Gründung der Europäischen Politischen Piratenpartei und die entsprechende Satzung eingehen. Das ist das Thema Statuts Working Group und da geht es eben darum, euch halt zu erklären, was ihr eigentlich in Bremen dann abstimmen sollt für die Gründung der PPU, für die Ratifizierung. Und der dritte Punkt ist eben das Thema gemeinsames europäisches Wahlprogramm. Wie wollen wir hier mit anderen europäischen Piratenparteien gemeinsam eine Programmentwicklung betreiben? Gut, also der Ausgang war, also Piraten sind eine europäische Bewegung, eine weltweite Bewegung und es gab schon zu der letzten Europawahl internationale Koordination, Treffen. Man hat jetzt lange vorher, also 2012, an der BPI-Konferenz in Prag die Prager Deklaration beschlossen, die gesagt hat, dass wir eine politische Partei auf europäischer Ebene gründen werden, zusammen und ein gemeinsames Wahlprogramm erstellt werden, welches dann in die individuellen Wahlprogramme der Parteien aufgenommen wird, weil es gibt keine internationale Liste, sondern es gibt nur nationale Listen, deswegen muss jeder auch sein eigenes Programm schreiben. Aber wir wollen den Wahlkampf entsprechend koordinieren. Und das Ganze wurde beschlossen als Deklaration und ist dann von dem Bundesparteitag in Neumünster im April letzten Jahres dann auch so ratifiziert worden. Das ist quasi der erste Ausgangspunkt und dann haben wir uns halt die Arbeit gesetzt und viele, viele Sachen gemacht. Nächste Slide, oder? So jetzt? Genau. Hier sieht man jetzt mal die bisherige Timeline. Das heißt, es gibt jetzt bei diesem Thema, ausgehend von dieser Frage Declaration, hat man sich dann auf europäischer Ebene organisiert und da gibt es eben verschiedene Working Groups, im Wesentlichen zwei. Das ist einmal die Statuts Working Group und die Programm Working Group. Die Statuts Working Group ist dafür da, die Satzung eines gemeinsamen europäischen Dachverbandes auszuarbeiten und die Programm Working Group ist dafür da, ein gemeinsames Wahlprogramm für die Europawahl zu entwickeln.
Hier sehen wir jetzt halt die entsprechenden Daten von den Treffen, die dort waren. Ausgangspunkt ist eben die PPI-Konferenz in Prag. Dann sehen wir hier den Private Summer Congress in Aarau in der Schweiz. Da ging es eigentlich los und von da hat man dann sogenannte Statutenkonferenzen gemacht. Das muss man sich so vorstellen. Es ist wie eine Art, es ist eigentlich kein Parteitag. Es gibt einen gewissen Formalismus, es gibt eine Geschäftsordnung, die wird abgestimmt, es gibt einen Versammlungsleiter und dann gibt es Entwürfe für einen Satzungstext, der wird diskutiert, darüber wird abgestimmt und da werden dann auch Entscheidungen getroffen. Und hier habe ich mal die entsprechenden Veranstaltungen dann ein bisschen fetter gemacht, aus denen halt bisher Texte rausgekommen sind, die Deutsche Piratenpartei auf dem Bundesparteitag dann auch beschlossen und abgestimmt hat. Das ist eben einmal nochmal diese Paris Declaration, wenn wir nochmal drauf eingehen. Ganz wichtig, das sogenannte PPEU Manifesto, das ist sozusagen so eine Art Grundsatzprogramm, ist Bestandteil der Satzung. Und dann eben der Satzungstext selber, der kam eben aus der letzten Konferenz in Warschau raus. Hinzu kommen noch unzählige Mumble-Meetings und so weiter. Also es wurde und Mailinglisten und noch und nöcher. Also das Ganze ist nur quasi der obere Übersicht über den, was alles gewesen ist. Hey, da zeigt sich lustige Sachen. Das heißt, ich wollte ein bisschen was daraus sieht, das ist ein langes Prozess gewesen. Und wir haben festgestellt, dass es, obwohl wir alle Piraten in Europa sind und alle gebrochen Englisch sprechen, also quasi die gleiche Sprache, dass es doch zuweilen kompliziert war, gemeinsame Positionen so zu finden und zu formulieren, dass es für alle Parteien dann auch akzeptabel war. Also vertreten wurde das ganze jeweilige Vorstände oder halt Delegationen, die von Vorständen genannt worden sind oder vom Parteitag genannt worden sind und die Ergebnisse, damit sie eine Legitimation hat, wurden dann jeweils von den Parteitagen ratifiziert. Ich weiß jetzt nicht, wann du das zeigst. Genau, ich wollte nur mal kurz nochmal erklären, praktisch, wie diese Konferenzen so aufgebaut sind. Ja. Hier sieht man halt mal so ein Protokoll von der Konferenz in Manchester. Zur Info nochmal, ich habe euch auf der Internetseite hier vom Landesparteitag, wenn er da unter die Tagesordnung geht, dann habe ich euch dort auf dieser entsprechenden Seite auch nochmal das Manifesto und diese Unterlagen halt verlinkt, bis ihr das angucken könnt. Hier sieht man halt mal, wie so eine Konferenz dann aufgebaut ist. Hier sieht man halt, der Andy Hensoll und ich sind da irgendwie die Versammlungsleiter. Die Frau Böser ist unsere Bundesbeauftragte für diese BBU-Gründung. Hier sieht man halt, dass der Gerd Fleischer und der Thomas Müller noch mitgemacht haben. In der Regel ist es so, dass Deutschland da einen starken Beitrag macht. Hier sieht man halt die ganzen Beteiligten und was dann dort im Einzelnen beschlossen wurde, das kann man dann da eben auch nachlesen. Es ist hier so gegliedert und das sind dann die entsprechenden Beschlüsse, dass die PTU zum Beispiel ein Council und ein Board haben soll. Die stehen dann da eben drin und die wurden dann halt auch abgestimmt. Das wollte ich nochmal so zur Info geben. Diese Unterlagen kann man sich da halt alle angucken. So, genau. Jetzt. Bei dieser Deklaration passiert. Genau, jetzt kommen wir nochmal zur Paris Declaration. Das heißt, wir haben uns in dieser Gruppe damit beschäftigt, was ist eigentlich konkret der Arbeitsauftrag einer europäischen politischen Piratenpartei? Was soll die europäische politische Piratenpartei eigentlich genau tun? Was ist ihr Zweck? Und dann wird der Gregory jetzt ein paar Worte dazu sagen. Okay, ich war in Paris nicht dabei, aber Jens, deswegen vielleicht bin ich gerade überrascht. Aber gut, kein Problem. Also steht im Prinzip, die wichtigen Dinge stehen in Fett auf diesem Slide drauf, was dann auch, glaube ich, mitgetragen wird. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir wollen eine Partei, die vor allem halt koordiniert und die Bindeglied zwischen den Parteien und den parlamentarischen Fraktionen darstellt und Veranstaltungen macht, um die Piratenbewegung in Europa zu fördern. Wobei das dann auch sich herausgestellt hat, dass wir mit Europa nicht die Mitglieder der Europäischen Union meinen, sondern Europa als Kontinent. Deswegen sind das Aufgaben, die jetzt nicht nur mit dem Parlament zusammen zu tun haben, sondern einfach größer gesehen werden. Und weiter. Ich glaube, was für mich jetzt nochmal ganz wichtig ist, warum ich das nochmal gebracht habe, was ich dazu sagen möchte, ist, wir haben natürlich in der Piratenpartei, sage ich mal, haben wir verschiedene Gliederungen. Das wisst ihr auch, wir haben die Kreisverbände, die Bezirksverbände, den Landesverband und den Bundesverband. Und in der Regel ist das irgendwo eine hierarchische Struktur, wo grundsätzlich so ein bisschen gilt, Oberstich unter. Ne? Was jetzt diese ganze PPEU anbetrifft, das ist jetzt ähnlich zu sehen wie eine PPI, ist es eben so, dass die PPEU keine übergeordnete Gliederung ist,
die in irgendeiner Form einer Piratenpartei Deutschland irgendetwas sagen kann. Man muss sich diese die PDU ist also keine, sag ich mal, höhere Gliederung, die dann irgendwie der deutschen Piratenpartei irgendwelche Dinge vorschreiben kann, sondern die PDU ist eigentlich ein Dienstleister auf europäischer Ebene, der für Vernetzung sorgt. Okay? Das heißt Vernetzung mit Leuten, die schon im Europaparlament drin sitzen, wie zum Beispiel die schwedische Piratenpartei, Vernetzung mit anderen europäischen Piratenparteien oder mit anderen Organisationen, die in Europa zum Beispiel sich engagieren im Bereich Netzpolitik, wie zum Beispiel Quadrature du Net in Frankreich. Das heißt, die Piratenpartei, die europäische Piratenpartei ist ein Dienstleister. Das ist die Botschaft eigentlich an der Stelle. Genau, es wird ja kein Programm beschlossen in dem Sinne. Was war denn? Genau, und nachdem wir jetzt fertig waren in Warschau und gesagt haben, wir haben dort in der Warschauer Deklaration gesagt, der Verhandlungsprozess ist abgeschlossen, wir haben die Satzung, wir haben das Manifest und dann lief jetzt dieses Prozess los. Das ist ein wunderschönes Slide, den Jens gemacht hat. Der zeigt jetzt bisher, wir sind jetzt momentan in dem Punkt zwischen 3 und 4. Das heißt, dass oben diese Geschichte, das heißt, Statuten sind unterschrieben von 18 Piratenparteien in Europa, sind aber noch nicht gültig, weil es braucht eine offizielle Ratifikation von 5 Parteien, damit es auch tatsächlich in Kraft tritt, wie halt im internationalen Abkommen so üblich. Momentan haben das, glaube ich, meines Wissens nach 3 Piratenparteien gemacht, aber eben noch nicht eine. Und wir in Deutschland haben das vor, mit einem Antrag auf dem Bundesparteitag in Bremen zu tun. Das heißt, diese Unterschrift, die bisher von der Martina Böser als Beauftragter für die PPU-Gründung für den Statutenprozess in Luxemburg unterschrieben worden ist am 4. September, das wird in Bremen als Antrag eingereicht, dass man dieses Unterschrift auch sagen, ja, sie hat es richtig gemacht und wir wollen bei der Europäischen Piratenpartei Mitglied sein. Und dann gibt es eine formelle Gründungskonferenz im März, wo dann der Vorstand gewählt wird und dann tatsächlich die Eintragung im Register passiert und die tatsächlich dann funktioniert. Genau. Das heißt vom Prinzip her, wie schon gesagt, in Warschau haben wir halt den Satzungstext eigentlich fachlich komplett ausgearbeitet gehabt. Wir waren in Luxemburg am 4. September. Dort hat unser Bundesvorstand diese Satzung auch schon unterschrieben, genauso wie die Vorstände von den anderen europäischen Piratenparteien. Und der wichtige Schritt jetzt, der in Bremen dann ansteht, ist eben die Ratifizierung dieses Satzungsentwurfs, dieses Satzungstextes auf dem Bundesparteitag. Das ist eben das, was ganz wichtig ist. Ja, du hast recht, der Alius hat unterschrieben. Nicht mit dem, der Alius. Genau. Machen wir nächstes Slide, wir müssen mal schnell machen, die Leute rennen nach Hause. Das ist ja richtig. Ganz kurz nochmal, wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir diesen Satzungstext, der ungefähr über 204 Seiten sich erstreckt, der auch schon von einer Anwaltskanzlei geprüft ist und so weiter, dass wir den jetzt nicht im Detail durchsprechen, weil das wird jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Ich möchte euch aber alle ermutigen, ich habe den ja im Wiki verlinkt, sich das mal genau durchzulesen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns ansprechen, könnt ihr auf die internationale Mailingliste schreiben oder ihr könnt den LV Bayern einfach mich ansprechen. Wir werden auch zu diesem Thema nochmal einen Mumble machen, einen dicken Engel machen, wo das ganze Prozedere nochmal erklärt wird und wo man dann eigentlich auch in Detail Fragen stellen kann. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit dem Thema Programmentwicklung. Genau, weil nämlich ein Punkt von der Plage-Deklaration war ja, dass wir ein gemeinsames, also Teile des Wahlprogramms gemeinsam europäische mehreren Parteien vertreten werden sollen. Und das ist, hat sich schnell hingeschrieben in der Arbeit, wie zu diesem Text zu kommen ist, der dann von allen Parteien in Europa aufgenommen werden soll in nationale Programmpunkte. Das ist eben nicht so einfach. Und es gab entsprechend Programmkonferenzen von einer anderen Gruppe, die Statuten geschrieben haben. Die haben sich überhaupt das Prozess überlegt, wie soll das gehen. Die haben Wahlkampfthemen besprochen, ob man zum Beispiel eine transnationale Plakatkampagne macht, dass alle mit ähnlichen Plakatmotiven loslegen und sich dagegen entschieden, weil das doch national sehr unterschiedlich geführt wird, der Wahlkampf. Aber es wurde über viele Punkte geredet. Und der nächste Punkt, der steht jetzt genau da, und ist jetzt nächstes Wochenende in Athen. Und dort wird jetzt anhand von dem Manifest, was schon Bestandteil der Satzung ist, aber eben so Grundsatzpositionen darstellt, die jetzt nicht konkrete Umsetzung im Wahlkampf erfordern, sondern die gelten auch in 10 oder 15 Jahren, beschreiben die Gesellschaft,
in der wir leben wollen in Europa. Da wird entsprechend ein Text bearbeitet mit einem Programm, mit allen Parteien, aus dem dann zurück in den nationalen Parteien ein Vorschlag zurückgebracht wird, der dann abgestimmt werden kann. Und der nächste Slide schreibt dann, wie wir da vorgehen wollen. Wie gesagt, die Grundlage ist der EU-Manifest, da ist da unten nochmal verlinkt. Und der Manifest ist im Prinzip Kernprogramm von der Piratenpartei Deutschland. Behandelt Themen Bürgerrechte, Bürgerbeteiligung, Open Government, Transparenz, Reform des Urheberrechts und des Patentwesens, Open Access und Open Data, Netzneutralität, freie Software und freie Kultur. Und jetzt haben wir, gehen wir in die Verhandlung, wo diese Texte rauskommen sollen, Vorschlag, und wir nehmen jetzt nächste Wochenende nach Athen mit alle Texte, die wir in Deutschland schon im, kann man das irgendwie, das Geräuschlärme da hinten ein bisschen reduzieren? Wäre schön. Ich meine, danke. Wenn du das merkst, ich werde nervös und fange an zu schreien, das ist nicht gut. Für euch und für mich auch nicht. So, wir nehmen also die Programmpunkte, die im Bundestagswahlprogramm waren oder im Grundsatzprogramm waren, die zu Europa gehören, und haben die auf Englisch übersetzt. Und wir haben uns ein bisschen jetzt aus dem Fenster gelehnt, das gebe ich offen zu, und haben den Punkt, den Antrag, das Best-of-Antrag, das von der Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm erstellt worden ist, diese Umfrage, die wo keine der Anträge die 75% Mehrheit des selbstgesteckten Ziels erreicht hat, aber trotzdem 16 Anträge als sehr gut oder sehr breit unterstützt sich herausgestellt haben und deswegen trotzdem als Best-of-Antrag eingereicht werden. Wir haben den auch übersetzt und nehmen den ebenfalls mit. Aber natürlich ist er noch nicht vom Bundesparteitag beschlossen, sondern geht erstmal weiter. Die anderen Parteien, Tschechien, England, andere Länder, bringen auch ihr Textvorschlag mit. Und wir werden das anhand von einem Kapitel des Manifests einsortieren, dass wir dann diese Grundantragthemen haben. Vielleicht kommt noch ein Thema Soziales dazu. Und dann haben wir einen Vorschlag, den wir diskutiert werden am Wochenende. Und dann gibt es danach ein Verfahren, nochmal, der Änderungsanträge von Parteien hier vorsieht, Vetorecht, dass man unbedingt ein Kapitel oder einen Paragraph nicht lesen kann. Und am Ende soll es auf jeden Fall am 1. Dezember im Mangel dann der endgültige Text vorgestellt werden. Und den nehmen wir dann mit und reichen, weil es ja 1. Dezember ist nach Antragsschluss für Bochum, für Bremen. Deswegen nehmen wir es mit dann und reichen dann in Bochum ein, wo wir die Europawahlliste aufstellen werden, und dort gibt es einen entsprechenden Programmantrag, der in das deutsche Wahlprogramm rein soll, der aber in gleicher Form, also in hier der Übersetzung, auch von den anderen nationalen Parteien in Europa dann getragen wird. So, ich glaube, nächstes Slide beschreibt das noch ein bisschen näher. Das war schon. Genau. Und die Frage ist, findet ihr das grundsätzlich als Verfahren okay, so als Meinungsbild? Weil man könnte jetzt sagen, das ist jetzt alles, wir lehnen uns raus, wir machen uns natürlich die Arbeit, klar, aber es ist nicht die Basis, die das entschieden hat, beziehungsweise wir nehmen also Punkte, die neu sind, die von anderen Parteien kommen, und ein bisschen braucht man so eine Rückkopplung, dass was wir machen quasi der richtige Weg ist. Und ja, ich hoffe, ich hatte schon mal die Gelegenheit gehabt, den Manifest zu sehen, deswegen einfach nur als Meinungsbild, wer findet das Vorgehen so richtig und kann dem entsprechenden Beitritt auch dann in Bremen zustimmen. Und der Rest ist dagegen, oder ist er nein? Ah, das sieht schon ganz blöd aus. Danke. Danke. Also, wie gesagt, Frage noch? Wenn jemand noch Fragen zu dem ganzen Verfahren hat oder sich nicht über die Uhr, kann er die uns jetzt stellen, ja? Kann jetzt stellen. Wann müssen wir aus der Halle raus? Bitte? Wann müssen wir aus der Halle raus? Wir haben Zeit, oder? Weiß jetzt nicht so genau, aber ich glaube, also wenn das nicht mehr der Fall ist, dann freue ich mich darauf, dass euch alle in Bremen dann wieder zu sehen, und wünsche mir, dass ihr uns auch in Bremen bei dem Thema weiter unterstützt. Danke euch.